Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tintenreview hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute möchte ich euch gerne eine Tinte vorstellen, die unter Füller und Tintenfanatikern oder Freunden zumindest einen doch recht guten und hohen Stellenwert hat, dafür, dass es eine Schimmertinte ist. Das bedeutet also, dass da diese Glitzerdinger mit eingebaut sind, ja, die auch gleichzeitig aber auch ziemlich verpönt sind, weil sie oft dazu neigen, ja, den Tintenleiter so ein bisschen zu verstopfen, die Feder austrocknen zu lassen und dann kommt da nichts mehr raus, ne? Also, wie dem auch sei, J. Herbin, 1670, Emerald de Givors oder Emerald de Givors. Kann kein Französisch, habe keine Ahnung, wie das im Französischen wirklich so ausgesprochen wird. Herbin ist ja eine französische Marke oder auch J. Herbin, wie de Frederic immer so schön ausspricht, ja, der niemand kann das so lustig machen wie der. J. Herbin, ja. Und wie diese Tinte so aussieht, würde ich euch gerne mal zeigen. Ich habe dieses Glas oder dieses Fass Le Reborn abgekauft, auch einer meiner Abonnenten, dem habe ich schon so ein paar Sachen abgekauft gehabt, ja. Unter anderem eben auch jetzt dieses Flakon hier. In der Packung natürlich einmal hier die eigentliche Tinte, 1670 Emerald de Givors mit diesem wachsähnlichen gummierten Deckel, ja, der relativ schmal ist, kann man schon sagen, relativ schmal, also ein Füller mit, also der recht dick ist, würde der jetzt nicht unbedingt hineinpassen. Ich habe aber gemerkt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel die Tinte in einen Twisby Eco füllen würde, ja, und da ist ja, das hat wunderbar hineingepasst, oder beziehungsweise gerade so konnte man sicher gehen, dass da jetzt nichts irgendwie verwackelt oder sowas. Das hat fest gesessen. Wunderbar, funktioniert klasse. Ja, mit so einem Aluminium-Schraubverschluss, ähnlich wie bei einer Trinkflasche, nur halt eben mit diesem gummiartigen Wachs drumherum. Ich weiß eigentlich gar nicht, aus welchem Material das ist, aber ist eine lustige Sache. Ja, was halt auffällig ist, ist halt hier diese Bauklotz, wie wir das von damals kennen, diese Bauklotz-Klotz-ähnliche Konstruktion von dem Flakon hier, ziemlich quadratisch, eckig, schön, ja, wie diese Würfel, wo man die Farben wechseln kann, oder ihr wisst bestimmt, was ich jetzt gerade meine, ne? Figbull und Pence, der mag diese Zauberwürfel am liebsten. Ist halt ziemlich eckig, ziemlich kantig, aber passt schon ein gutes Volümchen in diese Packung hier hinein. Das sind 50 Milliliter, ja. Und was in der Packung noch mit drin ist, ist so ein kleines Beipackzettelchen in verschiedenen Sprachen. Ja, also hier haben wir einmal hier Spanisch, dann Italienisch. Auf der Rückseite haben wir das Ganze nochmal auf Französisch, auf Englisch und auch auf Deutsch. Ja, so, ich lese euch das jetzt nicht vor. Wer das lesen möchte, macht jetzt bitte hier auf Pause. Ne? Diese Tinte ist, wenn ich sie jetzt so, ich habe sie ja schon natürlich ausprobiert und ich muss sagen, dafür, dass es eine Schimmertinte ist, gefällt sie mir recht gut, denn sie neigt auch dazu, gerade in einem dickeren Strich oder in einer höheren Konzentration aufgetragen, neigt sie dazu, nicht nur zu schimmern, natürlich, klar, sondern auch durch dieses schöne, saftige, leuchtende Grün noch so ein Hauch von Sheen-Effekt mit hineinzubauen, ja. Wie das dann so aussieht, zeige ich euch jetzt natürlich. Ja. Ich habe die Tinte hier in meinem Twisby Eco drin. Man sieht oft, wenn man die Tinte irgendwo hineingefüllt hat, gerade bei Demonstratoren, neigt die Tinte dazu, erst einmal sich so ein bisschen abzusetzen. Ist ja nicht weiter schlimm, ja. Dann nimmt man den Füller einfach und lässt die Tinte so ein bisschen hin und her schwappen, damit sich diese Glitzerdinger so ein bisschen
so ein bisschen mischen. Ich habe mittlerweile keine Angst mehr davor, jetzt in solchen Füllern wie diesem hier zum Beispiel solche Glitzertinten zu verwenden. Denn das, was es, das, also dieser schlechte Ruf, dass sie gerne den Tintenleiter verstopfen und so, empfinde ich jetzt nicht unbedingt als so schlimm, denn das Reinigen ist wirklich einfach, ne? Also natürlich, man kann das auf die herkömmliche Art und Weise machen, indem man einfach den Kolben heraustreten, wieder hinein und das immer wieder, ja. Man kann es aber auch sich diese ganze Mühe auch sparen, indem man einfach hier vorne die ganze Feder herauszieht, die unter laufendem Wasser, unter fließendem Wasser herunterhält und wirklich reinigt. Und dann kann man das auch wunderbar wieder reinigen, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass das hier einen dauerhaften Schaden hinterlässt oder sowas, ja. Wie dem auch sei. Also, das ist die Tinte. J. Herbin. Emerald de Chivor. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt das richtig geschrieben. Ich schaue mal kurz nach. Es müsste stimmen. Ja, und sie fließt sehr gut. Sie fließt sehr gleichmäßig. Ich erkenne hier auch ein schönes Shading. Ja, und vor allem, ja, wie gesagt, sie fließt sehr gut. Sieht man hier sehr schön, wunderbar, richtig schön saftig. Ja. Was natürlich interessant ist, natürlich, wenn man sich die Tinte jetzt mal so anschaut im Swap, gehört natürlich auch dazu. Dazu muss sie natürlich auch erst einmal hier wieder gemischt werden. Und da kann man das sehen, dass die Partikel hier, diese Glitzerpartikel jetzt nicht so groß sind, wie jetzt bei anderen Herstellern. Ja, zum Beispiel wie bei Diamond oder so. Also von daher, ich denke, diese Tinte hat eher die Tendenz, einen Tintenleiter nicht zu verstopfen. Ja, ähnlich wie bei den Tinten von E.W.Inks. Ja, der ja auch sehr, 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 sehr feine Glitzerpartikel in seine Tinten mit eingebaut hat, ja. Aber jetzt muss man natürlich wieder schütteln. Das ist unabdingbar bei diesen Tinten, weil ansonsten bringt das nichts, wenn man diesen gewünschten Effekt wirklich auch gleichmäßig sehen möchte. So. Auch diese Tinte quietscht leicht auf dem Papier. Ja, sehr schön. Mit diesem goldenen Glitzereffekt macht schon was her. Ja, und natürlich, wie das aussieht auf dem Tomorrow-River-Papier, müssen wir natürlich auch sehen. Ja, und von daher mache ich das Ganze jetzt auch noch einmal. Das heißt, nochmal die Flasche hier zu, nochmal ordentlich durchschütteln. Dann bin ich mit der Pipette eine gleichmäßige Menge von der Tinte mit diesen Glitzerpartikeln bekomme. Ja. Ich habe übrigens im Pen Exchange Forum gelesen, dass manche wohl Reviews müde belächeln, wo auf Papier eine enorme Menge an Tinte quasi gebracht wird, um das Papier zu tränken. Ich weiß durchaus, dass darunter meine Reviews gemeint sind. Ja, das, was ich jetzt hier mache, dass ich euch das so zeige, das ist jetzt ein Extremtest von mir. Auf gar keinen Fall alltagstauglich und auch nicht wirklich viel aussagend jetzt für euch, wenn es jetzt darauf betrifft, auf den alltäglichen Gebrauch oder sowas, ja. Was ich hier wirklich mache, ist einfach nur für mich persönlich und vielleicht auch für den einen oder anderen von euch, der aus reiner eigener Neugier sehen möchte, wie würde das aussehen, wenn diese Tinte konzentriert irgendwo aufgetragen wurde, ja. Natürlich, wie gesagt, eine so große Menge würde unter normalen Umständen niemals auf das Papier kommen. Ich finde aber auch, dass gerade deswegen auch oft verborgen bleibt, welche Schönheit in so einer Tinte stecken kann. Ja, so.
Und von daher, diese Test, dieses Herumschmieren ist für mich persönlich eher eine Spielerei. Es ist wirklich nur eine Spielerei, die mich aber halt eben auch neugierig macht, ja, weil es sagt mir persönlich auch, eignet sich jetzt eine Tinte vielleicht auch zum Zeichnen oder auch eben nicht, ja, was auch für manche Leute bestimmt auch nicht uninteressant ist, ja. Und von daher kann man auch gerne meine Reviews auch gerne müde belächeln. Mich interessiert einfach nur, wie sieht die Tinte auf dem Papier aus? Ja, so das ist so der Hauptgrund, warum ich das so mache. Und aus diesem Grund gibt es bei mir auch sowas nicht wie Langzeittrocknungstests oder ja, diese pH-Tests. Wobei ich habe mir jetzt vor kurzem erst pH-Messstäbchen besorgt, weil ich durch diese Diskussion vergangen mit den ja, mit dem Thema Säuren, das böse Thema Säuren, ganz böse, habe ich ja richtig viel Diskussion verursacht, was ich so eigentlich gar nicht wollte, ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich besorge mir jetzt mal so Teststreifen und schaubar so aus Spaß, was so dieses Thema so betrifft, welche Tinten da jetzt wirklich behaftet sind mit vielen Säuren oder eben auch nicht, ja. So, jetzt schreibe ich das hier gerade noch zu Ende. Ja. Wie gesagt, meine Reviews sind jetzt nicht unbedingt zu vergleichen mit denen von Leuten, die sich wirklich viel, viel Mühe und viel, viel Zeit geben, die Tinten zu testen, mit diesen Strichen, wie lange braucht die Tinte, bis sie trocken ist und wie sieht sie aus auf allen Papieren, wie sieht sie aus mit vielen verschiedenen Federstärken, pH-Neutral-Test, bla bla bla. Dieser ganze Kram, Leute, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht, ja? Und deswegen, ich schmier hier halt gerne rum, weil es halt Spaß macht und weil es einfach vom Draufschauen, einfach vom Anschauen schön aussieht. Wenn die Tinte schön leuchtet, schön einen schönen Schien zeigt, Glitzereffekt oder schattiert oder was auch immer. Also mir geht es wirklich nur darum, ne? So, außerdem von den Leuten, die das machen, diese ausführlichen Tests, denke ich, gibt es genug und da kann ich mir ruhig was anderes einfallen lassen, um euch auch mal Tinten zu zeigen auf eine etwas andere Art. Denn ich weiß definitiv, dass es relativ wenig Leute gibt, die bereit sind für den Wahnsinn oder auch für die Neugier einfach nur Tinten in so einem hohen Maß ja, zu verschwenden, ja, beziehungsweise zu investieren, um zu gucken, wie sieht das aus. Einfach aus Neugier, dafür habe ich sie ja mir gekauft. Nicht einfach nur, um sie zu sammeln oder so. Oder auch nur zum Briefe schreiben, sondern auch damit ein bisschen herumzuexperimentieren, herumzuschmieren. Einfach die Farben zu genießen, bisschen herumzuspinnen, herumzuspielen, wie auch immer. Und darum mache ich das, ne? Okay, Freunde, also, so sieht J'Herbin Emerald de Givard aus, wenn's nass ist. Und gleich sehen wir, wie das aussieht, wenn es trocken ist. Ja, Freunde, Emerald de Givard ist trocken. Ja, und was ich da sehe, entzückt mich doch ganz schön. Denn diese Farbnuancen, die in dieser Tinte stecken, sind doch beachtlich, ja. Ja, mal wieder jetzt Licht, danke, ja, kann man das sehen? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche es jedenfalls. Also, es ist ein richtig schönes, dunkles, saftiges, dunkles Grün mit richtig viel fett, krass, mega Schieneffekt mit dabei. Und diese goldenen Glitzerdinger dazu machen auch noch was her. Hier sieht man es richtig krass, ja. Hier da in dem Bereich, da ist jetzt noch so ein bisschen feucht. Das liegt daran, weil wo dieser Schienstoff sich extrem ansammelt, da braucht die Tinte extremst lange zum Trocknen. Also ich weiß jetzt ganz genau, so in 1, 2 Tagen ungefähr wird auch dieser Bereich jetzt furztrocken sein. Das war bei der KBZ Sheen-Machine-Tinte nicht anders da gewesen. Aber ich werde jetzt nicht 2 Tage warten, das ist klar, ja. Auf jeden Fall sieht man jetzt hier doch ganz schön,
was an Schönheit in dieser Tinte steckt. Sowohl in diesem wirklich jetzt übertriebenen Maße an Tinten oder Tinte, als auch wie bei dieser etwas mäßigeren Art und Weise, wie man eine Tinte benutzt, nämlich halt eben im Füller. Da sieht man es aber auch ganz schön, dass hier dieser Glitzereffekt doch wirklich sehr, sehr gut zu sehen ist. Ja, ich habe mir mal so einen Spaß gemacht und mal geguckt, wie sieht so ein dicker, fetterer Swap oder Tintenklecks aus auf dem Dotpad. Und habe hier noch ein bisschen was also drauf gemacht. Da sieht man es auch. Schöner, richtig schöner roter Schieneffekt mit dabei. Ja, jetzt in der Maße sieht natürlich jetzt, sieht man diese goldenen Partikel jetzt mehr als jetzt diese schöne grüne, dunkle, diese dunkelgrüne, ne, nicht dunkel, mint, saftiges Grün, würde ich sagen. Sieht man dann jetzt hier dann schon ein bisschen besser, ja. Und um uns die Tinte mal so im Genaueren anzugucken, beziehungsweise im Vergleich zu anderen Tinten, die vielleicht ein bisschen ähnlich sind, die Emerald de Givar. Eine, die auch so ein bisschen nahe kommt an diese Farbe Diamine Smoke on the Water. Ja, genauso auch wie hier Rohrer und Klinger Smaragdgrün ist vom Grünton her doch schon heller. Ja, ist dennoch aber nicht minder schön. Dann hier Monteverdi California Teal. Auch eine tolle Tintenprobe, die ich von Le Reborn zugeschickt bekommen habe. Diamine Cool Green. Ja, und wenn wir es jetzt wieder so ein bisschen eher so in die Richtung gehen lassen wollen, dann hier einmal Diamine Aurora Borealis, Lamy Crystal Amazonite, Pelikan Edelstein Aquamarine. Eieiei. Dann hier wieder, also noch eine schöne Tinte von Herbin Bleu Colombe. Ja, also mein Französisch, ja. Und dann zu guter Letzt Caveco Paradise Blue. Ja, also im Vergleich doch recht hell, aber würde ich dennoch so ein Zwischending zwischen diesem Grün und einem hellen Blau einsortieren. Ich habe es mal jetzt dazugelegt, ist egal, ist, ja. Auf jeden Fall eine coole, schöne Tinte, die mir doch ganz gut gefällt. Ist ja alltagstauglich. Nö, würde ich nicht unbedingt sagen. Sie eignet sich sehr gut für Leute, die Kalligrafie machen, die gerne vielleicht auch mit Schreibtinte malen, Bilder malen wollen oder so, abstrakte Kunst, wie auch immer. Weil das Zeug dazu hat die Tinte auf jeden Fall. Das sieht man ja hier. Ja, da steckt doch schon ziemlich viel Effekt drin, wenn man sowas mag. Ein Feuerwerk für den Sehnerv, würde ich sagen, ja. Man sieht es auch hier in der Schrift selber. Richtig toll. Also, wem sowas gefällt, ich finde es toll. Aber wie gesagt, alltagstauglich finde ich die Tinte jetzt trotzdem nicht unbedingt. Vielleicht wäre es so, wenn diese ganzen Glitzerdinger dann da nicht drin wären. Aber dennoch eine gute, schöne, gut zu gebrauchende, benutzende Tinte. Ja, hier sieht man nur so ein bisschen so die Glitzerdinger, die sich allmählich. Dabei zuzugucken kann auch beruhigend sein. Also vielleicht auch eine Tinte für ADHSler, um sich so ein bisschen zu beruhigen. Einfach umdrehen und dieses Farbspiel be beobachten, wenn sich diese Glitzerdinger so langsam und allmählich vom Flakon lösen und in die Tinte hinein fließen. So, und hier sieht man es auch nochmal schön. Geile Sache. Ja, da hat Herbin sich was Gutes einfallen lassen. Die Elke Wunsch, die hat mir ja schon bereits von dieser Tinte eine kleine Probe zukommen lassen, die ich ja auch schon ausprobiert habe. Und da habe ich schon gleich gemerkt, gefährlich für mich, die muss ich haben. Brauche ich die? Nö, aber ich will sie haben. Also, Hammett. Ja, okay, Freunde. Also, damit war es jetzt einmal eigentlich schon. Wieder mit dem Review von der J. Herbin 1670 Emerald de Givar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Habt ihr Fragen, fragt sehr gerne. Ansonsten bis zum nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.